Moin Moin und hallo zusammen. Man sagt ja immer, dass sich die Welt immer schneller dreht und die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen immer kürzer wird. Und da hatte ich kürzlich gelernt über eine Situation, die mir gar nicht so bewusst war, die das sehr schön dokumentiert. Und ganz früher, ja, ich fange dieses zweite Video an mit ganz früher war das ja so. Also ganz früher war das ja so, dass man neue Klamotten bekommen hat, also eine neue Hose, wenn die alte kaputt war. Und ist heute natürlich nicht mehr so. Heute bekomme ich eine neue Hose, wenn die aktuelle nicht mehr passt, weil zu eng. Nein, also ja, aber na, egal, ja, anderes Thema. Nein, also es gab halt so vier typische Modewellen. Klamotten-Modewellen, wie sagt man, pro Jahr. Es gab halt so eine Sommerkollektion und dann gibt es halt eine Winterkollektion und dann so eine Herbst-Winter und dann so eine Frühjahrsmode. Und diese vier Phasen, die wurden halt dann jedes Jahr dann natürlich so einmal durchgetauscht. Da gibt es übrigens ganze Konferenzen und Gremien, wo sich die Modehersteller weltweit zusammentun und dann beschließen, was so die neuen Modefarben für die nächste Saison werden. Ja, so. Deswegen hat man das so, dass, ja, weiß ich nicht, auf einmal sind alle Klamotten der neuen Kollektion von allen Herstellern in Pastellfarben. Ja. Als wenn sie sich abgesprochen hätten, stellt sich raus, ja, die sprechen sich in der Tat ab. Aber man hatte halt, also jedes Jahr wurde halt pro Saison quasi die Kollektion einmal durchgetauscht. Und dann kamen irgendwann so Klamottenläden auf, die diese Taktung schneller gemacht haben. Und bekanntestes Beispiel seiner Zeit war dann H&M, die halt einfach mehr als diese vier Kollektionen pro Jahr rausgebracht haben. Ihr ganzes Sortiment also schneller durchtauschen und im Gegenzug die Klamotten billiger gemacht haben. Ein paar Jahre später gab es dann Primark. Die haben dann das ganze Thema noch weitergetrieben und haben also noch mehr Kollektionen pro Jahr gemacht und ja, einfach die Klamotten noch billiger gemacht. Ja? Also kennt ihr ja von Primark, ist alles super billig. Ja? Und man könnte ja denken, ah, da. Gerade so die jüngere Generation, die ist ja mehr so Fridays for Future und Klima und Nachhaltigkeit und so weiter. Die werden doch da wohl nicht so drauf anspringen, dass die Klamottenhersteller jetzt so ständig neue Sachen rausbringen, weil das ist ja unter dem Nachhaltigkeitsaspekt betrachtet gar nicht so gut. Ja? Und sag mal, so viel Klamotten so billig zu produzieren, geht natürlich auch nur mit den entsprechenden Arbeitsbedingungen. Aber falsch gedacht, also zumindest als Primark rauskam, kann ich mich erinnern an einige Wochen, wo wirklich lange Schlangen waren vor diesem Primark-Leben, weil die gar nicht so viele Leute gleichzeitig in den Laden lassen konnten, wie da rein wollten. Ja, also das war so, dass der aktuelle heiße Scheiß in der Stadt, wenn da ein neuer Primark aufgemacht hat. Und mein bisheriger Stand war, naja, das ist so der Status quo. Ne? Es gibt halt Primark als so stärkster Teil der Modewelt. Ja, da habe ich mich aber ganz schön getäuscht und musste dann lernen, dass es mittlerweile so ein ganzes Segment gibt, das nennt sich Fast Fashion, also schnelle Mode. Und größtes Unternehmen in diesem Bereich zurzeit ist Shein. Shein, also Shein. Ja. Habt ihr vielleicht noch nie gehört? Gibt es auch nur im Internet, ist glaube ich irgendeine chinesische Firma, wenn es mich nicht täuscht. Hat also einen reinen Online-Vertrieb und die bringen also wirklich jede Woche tauschen die ihr Programm neu durch. Ja. Also die brauchen im Verlauf des Jahres Zehntausende
von einzelnen T-Shirts, Oberteilen, Hosen, sonst was Artikeln. Ja. Ist enorm schnelllebig. Ja. Also du musst halt wirklich jede Woche auf die Website und was dir gefällt, kaufen, weil eine Woche später gibt es das Zeug nicht mehr. Da gibt es schon wieder was Neues. Ja. Und tja, das kommt wohl sehr gut an. Ja, also dieser Laden läuft sehr gut. Und gerade so in der Instagram-Szene, ja, hier mein neuer Shein-Haul und guck mal, welche 300 Teile ich hier gestern bestellt habe. Ja, naja, wie das halt so läuft. Ne? Und ja, zum einen ist das natürlich nicht, sondern nicht nachhaltig. Und zum anderen, ja, jetzt muss ja diese chinesische Firma, ich meine, du musst ja irgendwelche, also musst ja die Motive und die Schnitte und das, was du auf so ein T-Shirt draufdruckst und so, das musst du ja einmal designen. Ja, also du musst diese Mode ja nicht nur produzieren, sondern erstmal irgendwie kreieren. Ja? Und bei so vielen Artikeln pro Jahr, wie soll man das denn überhaupt noch menschlich schaffen? Er stellt sich raus, es braucht dafür auch gar nicht so viele Menschen, ja? Sondern ganz im Stile anderer chinesischer Unternehmen, ja, werden diese Designs einfach kopiert. Ja? Das heißt, die haben so Suchroboter, die durchs ganze Internet gucken, gucken sich aktuelle Fotos an, auch von so, ja, so kleineren Designern, die halt dann nur, weiß ich nicht, drei Teile im gesamten Sortiment haben und irgendwie handgedengelt und sonst was, ja. Und es wird sich einfach automatisiert im Internet, werden sich neue Modedesigns ja, geklaut und die dann eins zu eins kopiert. Ja? Also das ist auch ein bemerkenswertes Geschäftsmodell. Ja? Erstens mal sozusagen, okay, Primark ist schon enorm schnelllebig. Wie kriege ich dieses ganze Konzept noch schneller und zwar wirklich, ja, man könnte sagen, absurd schnell, ja. Und dann eben diesen Bereich Modedesign basierend auf Klau geistigen Eigentums durchzuautomatisieren. Sehr bemerkenswert. Gibt natürlich wohl noch andere Firmen. Ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich aus, ja. Ich weiß auch nicht, ob es bei Shein nur Frauenklamotten gibt oder auch Herrenklamotten oder divers Klamotten. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist mehr so ein, im Allgemeinen zumindest, mehr so ein Frauending, ja, diese schnell wechselnde Mode. Ja, fand ich ganz bemerkenswert und ich musste dann so drüber nachdenken, ja, im Bereich Motovlogging, YouTube, da hat man das ja auch. Ne? Also früher haben die Leute halt lange YouTube-Aufnahmen gemacht. Das ist dann immer kürzer geworden. Es kam dann insbesondere ja, der Siegeszug von Instagram, ja? Was ja auch im Wesentlichen dadurch besteht, dass man die Inhalte kürzer und belangloser macht. Auf YouTube hat man auch immer gesagt, also steht auch in den ganzen Empfehlungen, ja, bloß kein Video länger als 10 Minuten, guckt sich kein Mensch an und so. Ja, kann ich bestätigen. Ist mir aber egal, kann ich nicht. Und jetzt gibt es ja diese YouTube Shorts, also quasi die TikTok-Kopie für YouTube. Läuft angeblich ganz gut, wenn man sich die Zahlen anschaut. Überflüssig zu erwähnen, dass ich das Ganze furchtbar finde und würde mir liebend gerne eine Option wünschen, dass ich in meiner YouTube-Timeline die ganzen Shorts rausfiltern kann. Ja, weil die haben für mich einfach 0,0, ich weiß nicht, Unterhaltungs-, Informations-, sonst was wert. Ja, finde es nur nervig. Nichtsdestotrotz, wenn ich mal richtig Langeweile habe auf einer Bahnfahrt oder so, dann mache ich halt auch TikTok auf und scroll da durch die ganzen TikTok-Videos und auch ich bin ich davon befreit, dass wenn da jemand ein Video hat, was eben keine 15 Sekunden lang ist, sondern eine halbe Minute, dass ich denke, oh Gott, ist das lang, das muss jetzt aber nicht sein. Und wenn nach 5 Sekunden die
die Pointe noch nicht da war, dann zack, weiter, nächstes Video. Ne? Also ich bin da als Konsument sozusagen auch, auch meine Aufmerksamkeitsspanne wird da leider häufig dann schon mal sehr kurz, merke ich sogar manchmal in der Firma, ja. Irgendjemand schreibt mir eine Mail und da sind 4 Absätze drin. Dann denke ich schon, oh Gott, nee, so viel Text, jetzt muss ich das auch noch alles lesen. Ja. Dankenswerterweise funktioniert die Selbstreflexion dann in der Regel immer noch so gut, dass ich denke, okay, ist ja eigentlich bescheuert. Was denkst du hier eigentlich? Da hat sich jemand Mühe gemacht, ein Sachverhalt mal etwas ausführlicher darzustellen. Jetzt liest du dir das gefälligst durch und da werden ja wohl relevante Sachen drin stehen, sonst hätte dir das auch keiner so geschrieben. Ja. Ja, jetzt habe ich mir gerade überlegt, was sage ich denn jetzt als nächstes noch zu diesem Thema? Und jetzt ist mir aber dankenswerterweise eingefallen, dass es ja völliger Irrsinn ist, ja, Videos zu lang zu machen, ja, und zu viel Inhalt in so ein Video reinzupacken. Dass es viel besser ist, ein Video kurz zu halten. Und deswegen müssen wir hier schon rum. Ich will zur Tankstelle. Bin mir nicht ganz sicher. Ist es diese Querstraße oder die nächste? Wir fahren mal bis zur nächsten. So viel Zeit muss dann doch sein. Ja, aber in dem Sinne kann ich dieses Video hier ja tatsächlich mal ein bisschen kürzer machen. Ah, es war doch die andere Querstraße. Ich sehe schon. Moment, da drin war hier doch gleich. Ja. Das würde zumindest dem Zeitgeist entsprechen, wenn ich jetzt zum Tanken fahre und dann so ein Instagram, YouTube, Shorts Ding aufnehme, wo ich die, den Benzinpreis an der Zapfsäule abfilme und sage, was soll denn der ganze Scheiß hier? Und fertig ist das Video. Und schon wird es geklickt und man verdient Geld. Naja, gibt es halt kein Geld, aber ich wollte ja Schluss machen. Bis die Tage mal. Tschüss. Ach, da links ist die Tankstelle. Bin ich deutlich zu weit gefahren. Na egal. Ciao.